waren wir so schnell, dass wir jetzt dieses ganze Ding in einem Tag gemacht haben. Das wird natürlich echt toll. So. Wo ist er? Hier. Hier ist der provisorische Bahnhof. Das ist ja jetzt nur so eine einfache Strecke. Da muss man noch keine großartigen... So, jetzt wenn ich jetzt das Ding da drauf stelle, dann passiert natürlich nichts. Also muss ich doch... hier nebenhin. So, mit S. So, geht das jetzt? Jawohl, wunderbar. Also wenn das nicht ausreichen sollte, dann muss ich halt noch mal ein paar mehr Dinger mir bauen. Ich habe hier jetzt alles schon wieder aufgebraucht. Ne, zwei habe ich noch. Hi. Die S-Taste, bitteschön. Zwei Dinger habe ich noch. So. Und die brauche ich nachher auch, um bis dahin zu kommen, zum Auge oder unter das Auge. Vielleicht, nein, ich werde keine Steigung mehr einbauen, glaube ich. So, noch eine. Und noch eine Redstone-Fackel hier hin. Nee, ich bin ja schon am Ende. Okay. Man kann ja jetzt auch inzwischen seit einigen Versionen hier, kann man ja einfach mit der W-Taste anfangen zu fahren. Funktioniert aus natürlich relativ langsam. Oh, geht doch. Oh, geht. Bimmelbahn. Aber jetzt kann ich ja die W-Taste loslassen. Jetzt geht es also richtig ab. So. Aha. Grafikbug-Bug. Okay, wunderbar. Funktioniert. Grafikbug, wenn man hier in die Kurve geht, dass er dann mal kurz auf schwarz schaltet. Das hatte ich schon, als ich das hier getestet habe, ein paar Mal gehabt. Weiß nicht warum, ob das jetzt ein Fehler ist. Keine Ahnung. Wir werden jetzt mal hier das Ganze mit Cleanstone irgendwie ausfüllen. Und zwar werde ich jetzt mal hier die Kurve ein bisschen großzügiger dimensionieren hier. Und mal sehen, ob das denn immer noch schwarz wird. Ihr habt es ja gerade gesehen. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Luftikus. So, und hier werden wir auch mal ein bisschen ausbessern. Aber es ist ja eigentlich erstmal egal, wie das hier aussieht. Hauptsache es funktioniert. Ich bin ja einer, der erstmal meint, es muss was funktionieren. Dann nachher gucken wir dann, ob das schön ist oder nicht. Okay, Rückfahrt. Ja, und wenn ihr sagt, oh, bau doch noch einen Bahnhof dahin. So geht das. Also wenn man die innere Ecke nicht ausfüllt von der Kurve, sondern da frei lässt, dann geht das wunderbar. Dann wird nämlich das Feld, dann wird das Bild nicht schwarz. So. Jetzt kommen wir hier raus. Wo muss ich hin? Jetzt muss ich mir das mal von hier angucken. Hier liegt schon so ein Cobblestein rum. Warum eigentlich? Weiß der Geier. So. Ich komme dann irgendwo hier an. Hier ist ja... Achso, da hatte ich ja so eine alte Treppe gehabt. Genau. So, mal gucken. Wo bin ich jetzt? Richtig. Das heißt, ich kann also hier schon mal
Rechts abbiegen, links abbiegen. So, dann müsste ich da irgendwie rauskommen. Na, prima. So, dann werden wir hier innen wieder abbauen. Die Ecke, die eine. Die Dreierhöhe lasse ich mal. Das sind alles alte Konstruktionen da oben. So, und wir kommen jetzt also hier an. Bauen wir hier auch wieder auf Cleanstone-Bett, ne? Glaube ich. Werden wir auch die Wand nochmal so ein bisschen aus. So. Das kann man auch in Cleanstone machen. So sieht das dann aus. Und hier geht es dann Cleanstone-mäßig weiter. Wird schon wieder dunkel? Nee. So, da sind wir. Hier irgendwo ist ja dann die Treppe. Dann lassen wir mal das Ganze hier ab hier enden irgendwo, am besten da am Rande. Dann werden wir hier das runternehmen, runterbauen und dann sind wir mit dem provisorischen Krimskrams hier schon mal fertig. Wobei das natürlich auch nur provisorisch ist, denn so, ich werde jetzt mal hier mal das Ganze abschließen. Erstmal alles provisorisch, wie gesagt. Drei hoch sind wir da, genau. Eigentlich müssten wir hier rechts einkommen, ne? Hier irgendwo ist ja unser Zugang von der Treppe. Das muss ich mir dann nochmal genau angucken. Vielleicht gehen wir auch hier rechts rum. Ich werde dann hier schon mal den Cleanstone legen. Eventuell will ich ja dann dorthin. Also brauchen wir Leitern. So, der Cleanstone ist alle. Sehr schön. So, da werden wir mal Leitern holen. Ach, jetzt wollte ich zurücklaufen. Mein Gott, ich habe doch die schöne Bahn jetzt hier. Ich wäre jetzt glatt gelaufen. So, braucht noch nicht mal W. Ach, jetzt muss ich doch W drücken. Weil, ja, guckt euch an hier. Ist das nicht eine herrliche Bahnstrecke? Man muss natürlich schwindelfrei sein, das gebe ich zu. So. Zack. Wo sind wir da? Und wir werden uns mal ein paar Leitern holen. Wir müssten doch noch Leitern haben. Wir haben überhaupt nichts mehr hier. Da, nee, das sind Schienen. Okay, da müssen wir uns halt Leitern bauen. Und zwar aus Stöcken, die wir auch nicht mehr haben. Ja, nochmal darauf zu sprechen zu kommen, auf das Hausmittel. Hustenhausmittel, Zwiebeln mit Honig. Ich habe ja gedacht, das schmeckt saumäßig, aber ich bin angenehm überrascht. Es ist eine richtige Delikatesse. Diese Safte dann da rauskommen, das ist also dann so ein süßlich-zwiebliges Wasser. Die Zwiebel hat ja sehr viele Heilstoffe, hat man, habe ich gelesen. Honig ja auch, das ist ja bekannt. Und beides zusammen ist wahrscheinlich so richtig powermäßig, auch gegen Husten. Und ich merke das. Ich habe das also am Donnerstag genommen, Freitag, ein Kollege zu mir gesagt, du hustest schon weniger.
mir selber kam das gar nicht so vor, aber inzwischen, ich habe heute wieder so ein zweites, oder gestern Abend so ein zweites Ding angesetzt und esse das also heute und muss sagen, also das, was wollte ich machen, Leitern, ist schon mal wirklich nicht schlecht. Also wer Husten hat, 15 reichen locker. Ich mache das erstmal mit Pflasterstein. Jetzt habe ich dann noch so viel Sandstein. Jetzt da Sand da unten. Sand, Sandstein, Sandstein glatt. Sandsteinstufe, zwei Sandstein. Naja. Nehmen wir mal den letzten Rest Sand. Machen da Sandstein raus. Ja, dann haben wir keinen Sand mehr. Wird schon wieder dunkel. Oh, es ist schon dunkel. Schnell ins Bett. Es ist schon sehr dunkel. Na, geht gerade noch.